Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bereits im 18. Jahrhundert hat Adam Smith erkannt, dass eine Regierung nicht so schnell lernt wie die Kunst, das Geld aus den Taschen der Leute zu ziehen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass ein Staat nun einmal alle Möglichkeiten ausschöpfen muss, um sich zu finanzieren. Und so ist er im Grunde genommen gezwungen, auch zu drastischen Maßnahmen zu greifen, bisweilen, wenn nämlich bestehende Mittel nicht mehr ausreichen, um Regierungsdefizite respektive Budgetdefizite zu refinanzieren. So muss der Staatsbürger unter anderem damit rechnen, dass anlassbezogene Vermögensabgaben wie ein Lastenausgleich oder auch fortlaufende Vermögenssteuern oder auch eine sogenannte Edelmetallsteuer eingeführt werden kann. Dass zunächst die Differenzbesteuerung bei Silbermünzen, die aus Drittländern importiert wurden, aufgehoben wurde, ist wie so oft nur ein erster Schritt, und es sind eben viele kleine Schritte, bis man sich am Ende wieder einmal fragt, wie es eigentlich überhaupt erst so weit kommen konnte. Und darum ist es wichtig, dass wir in diesem Video hier einmal einen ganzheitlichen Ansatz fahren, oder besser gesagt, dass wir die ganze Thematik auch einmal ganzheitlich betrachten. Es ist so, dass gerne vergessen wird, dass bereits im Februar 1920 der Besitz von Edelmetallen in Deutschland zwar nicht verboten, wohl aber mit Gefängnis und/oder Geldstrafe bestraft wurde, wer Feingold, Feinsilber und Platin in jeder Form entgeltlich erwarb oder veräußerte. Es hat also unter anderem ein wirksames Silberverbot in der deutschen Geschichte gegeben, tatsächlich. Und im Oktober 1936 wurde dann vom damaligen Minister Göring sogar die Ablieferung von gemünztem und von ungemünztem Gold gegen Bezahlung verordnet. Es ist also keine 100 Jahre her, dass es der Staat hierzulande zuletzt auf die Edelmetalle seiner Bürger abgesehen hat, und es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass er es nicht wieder tun würde. So wie ich das sehe, ist eine beispielsweise Edelmetallsteuer, wie sie in Frankreich existiert, ein realistischer nächster Schritt von Seiten der Politik. Also es ist durchaus denkbar, dass hierzulande auch eine Edelmetallsteuer eingeführt wird. Und um bei Frankreich zu bleiben, dort ist es so, dass auf Edelmetalle zum einen 11,5% Edelmetallsteuer anfallen und zum anderen 36,2% Kapitalertragssteuer. Es ist zwar so, dass sich die Kapitalertragssteuer um 5% jährlich ab einer Haltedauer von 3 Jahren senkt und nach 22 Jahren sogar ganz entfällt, jedoch verbleibt in jedem Fall die Edelmetallsteuer, und Ähnliches wäre, wie gesagt, auch für Deutschland denkbar. Meines Erachtens. Der vielleicht härteste Schritt könnte dann eines Tages vielleicht wirklich ein Verbot oder eine Einschränkung des privaten Handels mit Edelmetallen sein. Wohlbemerkt kein explizites Besitzverbot, sondern eben ein Handelsverbot, vielleicht mit wenigen Ausnahmen für Unternehmer respektive für die Industrie. Mit alledem wird im Prinzip lediglich fortgeführt, was bereits gegenwärtig geschieht, nämlich Edelmetalle als Wertanlage ganz einfach unattraktiv zu machen. Es geht nicht darum, dass der Staat sich an den Edelmetallen seiner Bürger bereichert, im Sinne einer beispielsweise vollständigen Enteignung, sondern es geht ihm darum, die Bürger an das Finanzsystem zu binden und von diesem Finanzsystem völlig abhängig zu machen. Darauf zielen letztlich alle Maßnahmen des Staates hin. Und zumindest bei Edelmetallen ist es so, dass sich die breite Masse noch nie wirklich eingehend damit beschäftigt hat, sodass Restriktionen bei Edelmetallen für die meisten Deutschen eben nicht durchschaubar sind. Dass jedoch einiges im Argen liegt, das spüren zumindest immer mehr Menschen. Und auch das ist ein kleiner Schritt, aber ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich in Richtung Freiheit und in Richtung Vertrauen. Einstweilen noch mehr Historisches über Edelmetalle, wie auch unter anderem einen potenziellen neuen Goldstandard. Das erfahrt ihr wissenschaftlich fundiert in meinem neuen Buch Jahrhundertchance Silber. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal.
Das ist kostenlos und mir hilft es enorm weiter, weiterzumachen, mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, eine tolle Restwoche, bleibt gesund, auf bald!